Herr Kramer, Sie erzielen auf Anhieb ein Spitzenresultat. Auf was führen Sie das zurück? Ja, Sie sagen jetzt das, was man natürlich immer sagt. Es ist eine Umfrage und es ist ein motivierendes Resultat für mich. Aber ich verwechsel das nicht mit einem Wahlresultat. Ich hoffe natürlich, dass es darauf zurückzuführen ist, auf Politik, die ich vertrete, nämlich eine klare bürgerliche Politik mit klaren Ansagen, aber eben auch mit einer Kompromissbereitschaft, weil ich weiss, dass in einem Kanton, wo die Mehrheiten so knapp sind, man eine gute Lösung eben nur mit einem guten Kompromiss finden kann. Sie scheinen sehr beliebt zu sein bei der FDP, also es sind mehr FDP-Leute, die Sie wählen als LDP. An was liegt das? Ja, ich weiß es nicht. Das sind ein bisschen zufällige Unterschiede. Aber es zeigt vielleicht, dass wir Bürgerliche eben doch sehr geschlossen jetzt auftreten und es gar nicht so entscheidend ist, aus welcher Partei ein Regierungsratskandidat kommt. Liegt das Spitzenresultat vielleicht auch dort an, weil Sie ein tadelloses Image haben und somit wenig Angriffsfläche bieten? Ja, ich hoffe es nicht, dass ich keine Angriffsflächen biete, weil ich möchte eigentlich klar sagen, was ich möchte. Und ja, ich habe auch den Anspruch an mich, dass ich das mache in diesem Wahlkampf. Insofern bin ich sehr bereit, meine Flanken aufzumachen und eben die Angriffsflächen auch zu bieten. Es geht mir nicht darum, ein tadelloses Image an, sondern es geht mir darum, einen ehrlichen Wahlkampf zu führen mit klaren Ansagen.